Die traditionelle Weihnachtsfeier der Hundeschule haben Elternvertreter genutzt, um ihren Unmut über die Politik zum Ausdruck zu bringen. Waren kann man verschieben, nicht Kinder, stand auf einem der zahlreichen Banner vor dem Haupteingang. Elternvertreterin Anke Repke-Wingenbach rief am Donnerstag in der vollbesetzten Aula dazu auf, möglichst viele Menschen in der Stadt zu überzeugen, dass Kinder mit Förderbedarf eine schulische Heimat benötigen. Die Hunteschule, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, ist in Trägerschaft des Landkreises. Aufgrund der dramatischen Raumnot in Wildeshausen wird seit einiger Zeit über die Rückübertragung der Liegenschaft an die Stadt Wildeshausen diskutiert. Ob die Schule tatsächlich abgegeben wird, entscheidet der Kreisschulausschuss am 6. Februar nächsten Jahres. Gefeiert wurde allerdings auch in der Hunteschule. So präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b das Lied Never Give Up. Die Klasse 7 zeigte das Schauspiel Die frommen Leute.